fällt etwas ein. Wissen Sie etwas, wie ich das Geld spenden könnte? Gibt es einen guten Zweck, den Sie kennen? Ja, für Kinder irgendwie sowas, nicht? Für Kinder? Ja, ja, ja. Haben Sie mal sowas gemacht, für Kinder gespendet? Ja, ja. Ja? Ja. Wie? Ja, von der Kindernothilfe. Kindernothilfe? Kindernothilfe in Duisburg, ja. Nein, das kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Können Sie was erzählen darüber? Ja. Dann kommen Sie mal hier, wir haben noch eben Zeit. Und kommen Sie mal hier. Ihre Tasche können Sie da lassen. Ja. Ja? Sie heißen Frau? Jürgen. Frau Jürgen aus? Berlin. Ein Applaus, meine Damen und Herren. Vorsicht. So, das ist sie auf der anderen Seite. Ja. So gemütlich. Ja? So. Kindernothilfe in Duisburg, was heißt das genau? Ja, die, da wird, kann man einzahlen für die Kinder, also, und... Wo leben die Kinder? Die leben verschiedene, in Brasilien, in Indien, in Afrika. Also Kinder in der dritten in Welt? Der, ja, ja, so ja. Ist überall, ja. Da spendet man? Da spendet man, ja. 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 Und wird man dann auch eine Art Pate? Ja, ich bin Patin gewesen, ja. Sie auch? Ich habe 12 Jahre für ein Kind gesorgt. Darf ich fragen, wie viel man zahlt im Monat? Also zuerst 40 Mark und dann wurde es ein bisschen erhöht, da kam an 50 Mark. Und dann hat das Kind kam es von der Schule raus und sie wollte noch weiter lernen. Und da haben wir das weitergemacht und dann haben wir über 60 Mark gezahlt jeden Monat. Das heißt, und 12 Jahre haben wir das gemacht jetzt, ne? Ja. Das heißt, alles, die Schule, alles bezahlen, die Kleidung, das alles drin. Ja? Haben Sie für dieses eine für Mädchen das eine Kind, ja. Bezahlt? Und das Mädchen lebt wo? In Indien. In Indien? Ja. Sie ist jetzt 22 Jahre alt. Ja. Mit 10 Jahren haben wir sie bekommen, nicht? Und ja, schreibt man sich auch? Man schreibt sich auch, ja. Ja? Sie schreibt, ich habe geschrieben, und sie schreibt dann? In welche Sprache? Zuerst hat sie in Indisch geschrieben, war wunderbar, so ein schönes Schnörkelchen, so nicht, also war sehr schön. Und dann hat sie nachher Englisch gelernt, nicht? Ja. Und dann hat sie auf Englisch geschrieben. Und Sie haben auf Deutsch geschrieben und dann hat irgendjemand übersetzt? Da hat das jemand übersetzt. Ja. Und jetzt seit einem Jahr haben wir einen kleinen Jungen, der ist jetzt 6 geworden. Also am Anschluss gleich. Haben, ja, gleich im Anschluss, gleich wieder ein anderes gleich Kind. Wieder einen jungen, und sie zahlen wieder, ja. Wieder weiter. Wie heißt dieses Mädchen? Kali Amal. Kali Amal. Kali Amal. Ja, ja. Schöner Name. Also ja, überlegt, da mal hinzu fliegen. Ja, naja, das ist so weit und mein Mann, der kann das auch nicht so nicht, weil das ist ja auch Malaria-Gebiet und sowas alles und mein Mann hatte mal eine schwere Malaria nicht. Und ja, haben Sie so, hatten Sie so das Gefühl, dass sie fast wie eine Tochter war? Ja, ja, ja. Und schreibt sie auch mal liebe Mutter? Sie schreibt ja, ja, ja. Wirklich? Sie schreibt liebe Pateneltern oder sowas, ja. Nicht, schreibt sie denn ja. Ja, ja, sie schreibt immer. Ja. Möchten Sie sie mal sehen? Ja, ja. Ja? Ja, ich würde sie gerne. Sie kennen unsere Show. Ja. Alles ist möglich. Ja. Ja, schauen Sie mal, da kommt sie. Kali Amal aus Indien. Wo bleiben Sie sitzen? Bleiben Sie sitzen. War eben ein kleiner Schock für Sie, hä? Ja. Sie haben lange danach verlangt, und Kali Amal auch natürlich, ja. So unheimlich. Und sie spricht sogar ein bisschen Deutsch. Hat sie ein bisschen Deutsch gelernt? Ja, sicher. Ja. 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 Was ist dein Beruf? Welche Arbeit machst du? Was ist dein Job? Eine Krankenschwester. Krankenschwester, ich sehe, ja. Hast du noch mehr Deutsch gelernt? Kennst du noch mehr Wörter Deutsch schon? Ja, guten Tag, guten Abend, guten Nacken. Danke schön. Bitte schön. Ja, Frau Jürgen, möchten Sie gerne mal Kali Amal Berlin zeigen? Ja, ja, ja. Haben Sie Platz für zu Hause? Ja, ja, Sie können selbst bestimmen, wie lange sie bleibt. Ja. Ja. Ich bewundere Sie, was Sie all die Jahre gemacht haben. Und ich glaube, das war auch ein tolles Geschenk für Sie. Sie sind eine tolle Frau. Klasse. Danke schön. Danke, Kali Amal. Body! Body! Ist alles notiert. Bonnie!
Steig! Yes! Du bist weg! Hannes! Yes! Sieger! Wir haben Wunder! Thank you.